Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, heute sind wir in einem Part angelangt, in dem es mal ganz viele neue Pokémon zu fangen gibt. Wir werden nämlich jetzt Sekrasso City verlassen, und zwar auf dem östlichen Seeweg. Und da kommen wir über einige Routen und können dann neue Pokémon fangen. So. Ich glaube, im letzten Part, der ist ja schon einige Zeit her, da habe ich mich noch etwas versorgt am Ende im Supermarkt. Und ja, neue Route, Route 124, bevor wir den Kampf machen, werden wir das Pokémon fangen. Und zwar hier oben. Ich bin gespannt. Oh, ein Stalos, Level 24. Okay, sehr defensives Pokémon, physische Defense ist extrem gut, aber Gonchiro kann hier nichts machen. Wir wechseln, wir wechseln auf Tank. Ob das jetzt so eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht, denn Tank könnte enormen Schaden hauen. Wobei, wenn Stalos jetzt noch härter macht, steigt seine Überlebenschance. Mache ich jetzt einen Überwurf? Ich mache mal einen Riechsalz. Mal gucken, wie viel das abzieht. Das zieht höchstwahrscheinlich gar nichts ab. Ja. Soll ich einen Überwurf probieren? Ich riskiere es einfach mal. Okay, noch ein Härtner. Ich hoffe mal, dass es kein Crit wird. Beziehungsweise auch der normale Angriff nicht umhaut. Komm schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. Überlebt eigentlich recht sicher. So. Dann nehmen wir den Hyperball und holen uns Stalos. Hoffentlich. Na los, komm, bleib drin. Ah, schade. Wäre zu schön gewesen. Okay, Steinwurf, das ist jetzt noch nicht so das Problem. Ist ja nicht sehr effektiv gegen unseren Tank. So, dann den Ultra Ball Nummer 2. Und, nein. Beint. Das ist, Klammergriff, oder? Ja. Und der nächste. So. Stalos ist natürlich jetzt in dieser Generation noch nicht so gut wie in den darauffolgenden. Aber fangen werde ich es trotzdem. Weil was man hat, hat man, ne? So, na los, bleibt drin. Komm. 1, 2, 3. Und wir haben's. Wir haben einen Stalos gefangen. Okay, so, dann schaue ich mal, wen wir nun nehmen. Stalos, ja, wen nehmen wir dann mal? Ich würde sagen, wir nehmen, hier, den habe ich nämlich noch nicht genommen gehabt. Den wollte ich schon länger mal nehmen. So, und zwar, ich weiß nicht, Moment, so wird das, glaube ich, geschrieben, ne? So. Ich schreibe es mal jetzt mit zwei kleinen X. Ich nenne jetzt einfach Hexer. Hexer 1998. Ja, du bist ein Stalos. So. Ich hoffe, das ist für dich ganz ist für dich okay. Ja, gut. Dann können wir weitermachen und in den Doppelkampf gehen. Ja, Gonchiro und Anbu sind vorne. Schauen wir mal. Ich hoffe mal jetzt, dass... normalerweise müssten die Wasser-Pokémon haben. Ich meine, sie sind Schwimmer. Ne? Da dürfte Gonchiro eigentlich hier effektiv angreifen können. Craze und Declan. Declan. Keine Ahnung. Gyarados und Meryl. Ja, gut. Gyarados ist nicht so optimal, weil es ja noch Flug hat. Und auch noch Bedroher. Na gut. Dann erstmal eine Kugelsaat auf Meryl und ein Aeroass auf Gyarados. Okay. Geht auf Gonji. Das ist okay. Auf Anbu wäre das ein bisschen, ja, härter gewesen. Weil ein Fuchtler von Gyarados sollte man nicht unterschätzen. Gyarados hat einen großen Angriff. So, okay. Dreimal getroffen. Was kann Meryl? Meryl kann Walzer.
Macht's aber nicht, es macht Aquaknarre. Und trifft mit einem Critical Hit. Okay. Dann nächste Kugelsaat und fliegen. So. Garados. Das ging dann neben der Fuchtler. So. Und Meryl ist down. Sehr gut. Okay. So, nebenbei erhält Blacky noch ein paar Erfahrungspunkte, erreicht sogar schon Level 24. Wunderbar. Und so. Ja, Säure können wir noch draufhauen. So, Anbu macht Fliegen. Sieht gut ab. Ja, und jetzt kommt der Fuchtler, ne? Jetzt kommt der Fuchtler. Oh, wow. Ah, ich habe Angst vor Critical Hits. Die sind so böse. Und Garados ist verwirrt. Okay, dann machen wir... Ja, das und... Nee, ich bin sehr vorsichtig. Ich nehme lieber meinen Trank. Einen Supertrank! Ja, Mann. Okay. Garados ist verwirrt, vielleicht. Ja, sehr gut. Verletzt sich selbst, das heißt, Gonchiro müsste es normalerweise unter normalen Umständen nicht besiegen. Okay, interessant. Aber es macht nichts. Nein, nicht nochmal in dem Beutel. Wir machen ganz einfach jetzt eine Quick Attack und dann war's das. So. Okay. Gut, die zwei sind besiegt. Wunderbar. Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen hier umschauen, weil in der dritten Generation kenne ich mich auf den Wasserrouten eher weniger gut aus. Und ein Mundtier kommt. Level 13. Das ist ja wahnsinnig stark. In Klammern not. Gut. Puh, wo beginnt die nächste Route? Ich habe keinen Plan. Wo sind Gegner? Die Gegner versuche ich mitzunehmen. Ganz einfach. XP und so, ne? Und normaler... Na, ich setze keinen Schutz ein, weil wenn wir auf die nächste Route kommen und dann Schutz anhaben, ist es auch ein bisschen blöd. Gut. Spencer. Nice. Okay, ja, hier hat auch Gonchiro wieder schlechte Karten. Oder, naja, gut. Wir können ja mal schauen, wie viel eine Kugelsaat abzieht. Ist neutral. Mal schauen. Hm, so gut wie nichts. Okay. Rap. Ein Rap zu mitnehmen. So, Gigasauger, schauen wir mal. Ja, gut. Wenn wir jetzt Glück haben, können wir mit einem Kugelsaat, mit einer Kugelsaat 5-mal angreifen, aber bei meinem Glück treffe ich jetzt wahrscheinlich wieder nur 2-mal, beziehungsweise gar nicht. Ah, doch, ich treffe. 1. Schauen wir mal. 2. Ja, wie ich es mir dachte. Bubble Beam. Okay. Ja. Initiative sinkt. Und wir wurden von der Umklammerung befreit. So. Kugelsaat. Und erreichen jetzt 2 Angriffe. Nicht? Okay. Krass. Also, mit Kugelsaat machen wir echt kaum Schaden, ey. Wingull, da wechsle ich jetzt mal auf Ray. Der ist das Level 36. Ja. Der kann noch ein paar Level vertragen. Und wir machen Sludge. Okay, ruckzuck zieht gefühlte nichts ab. Und wir one-hitten Wingull mit einem Schlammbad. Gut, Spencer ist besiegt. Yay! Also für einen Spencer bist du ziemlich dünn. Für einen Bud Spencer, versteht sich natürlich. Ja. Wildes Pokémon. Mundtier. Again. Level 31. Können wir fliehen, wenn wir schnell genug sind? Natürlich nicht. Ah, Furienschlag ist so nervig.
Komm schon, flieh jetzt einfach. Oh, oh, oh. Ah, komm schon. Dankeschön. Ich glaube, ich nehme Anbu an erste Stelle. Weil ich es kann und weil sie eine gute Initiative hat. Damit kann ich dann vor solchen nervigen Gegnern einfach mal fliehen. Einfach mal so. Ohne zu fragen. Jo. Okay, und tschüss, Mann. Geht's hier oben weiter? Nee, aber hier diese Stelle, da brauchen wir eine bestimmte VM für. Ja, die meisten wissen sicherlich schon, um was es sich hier handelt, aber da ich kein Spoiler-ra-ra-ra bin, werde ich das hier mal nicht verraten. So, wir wollen erstmal auf die nächste Route kommen, aber Muntir und Stalos wollen das nicht. Tschüss, Mann. Okay, ich guck mal ganz kurz auf die Map. Ah, verdammt, die ist ja im Pokénav. Pokénav! Ja, wir waren auf Route 124. What? So, okay. Ich komme also. Ah, okay, also ich muss noch ein bisschen. Lol, wie komme ich denn dann auf Route 125? Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter runter und dann nach rechts und weiter. Oder ist das die Route, wo es dann Richtung Prachtpolis geht? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir grasen erstmal die ganzen Wasserwege ab und fangen neue Pokémon. Bisher nur eins geschafft. Ich habe gedacht, dass es mehr werden. Komm, wir gehen jetzt einfach auf Route 127. Das ist jetzt egal. Ah, natürlich! Fu-fu-fu-fu! Natürlich! Ah. Machen wir halt den Kampf noch, aber ein Pokémon, das verspreche ich euch, werden wir in diesem Part noch fangen. Beziehungsweise antreffen. Tentacool, das finde ich gar nicht cool, Tentacool. So, Aerial Ace. Tschüss. So. 370, 370. Okay, Vilmar. Okay. Dürfte aber kein Problem sein. Auch wenn Vilmar Walzer einsetzen kann, dürfte es nicht lang genug überleben, um das wirklich vollkommen ausreizen zu können. Ja, weil man denkt sich ganz einfach mal, Mist, ich mache jetzt einfach mal Weißnebel und fühle mich cool. Ja, und Anbu macht ganz einfach mal einen Ruckzuckieb und haut Weimer down. So, Blacky 25. So. Glub, glub, glub. Sehr gut. So. Ah, Alter. Wollen die mich trollen oder was? Wieso sind da überall Gegner? Harter Gegner. Muss ich fliehen. Auf jeden Fall. Machen wir noch den Kampf. Mensch, gibt's doch nicht. Wie viele Pokémon haben die jetzt? Zwei. Ein Kanivanha und ein Sterndorf, Level 34. Anbu und Gonchiro regeln das. Anbu geht auf auf Sterndu und mit Kugelsaat kann Gonchiro Kanivanha von der Ferne angreifen, also geht kein Schaden durch Rauhaut. Seems like a plan, oder? Und bam. Eins. Und zwei. Und wunderbar. Gonchiro hat schon wieder Low Life. Oder ist schon wieder Low Life, das gefällt mir nicht. Aber der Kampf ist schon gewonnen. Und ich schmeiße jetzt ganz einfach mal einen Supertrank rein, dann hat sich die Sache auch wieder gegessen. Ja. Also, ich nehme jetzt wieder ein paar Folgen am Stück auf. Das werden hier die Folgen sein, die ihr sehen werdet, wenn ich auf Kursfahrt bin nach Frankreich. Damit ihr ein bisschen was zum Schauen habt. In letzter Zeit kam ja nicht so viel, ne? Das habt ihr sicherlich gemerkt. Und jetzt kommt erstmal wieder ein neues Pokémon. So, ich bin gespannt. Cool. Ein, wie heißt's? Pi, ne? Pi, Klifa. Überlebt das ein Ruckzuckieb? Wir machen einfach mal einen Ruckzuckieb. Überlebst, 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 überlebst. Nein! Anbu crittet rum und zerlegt das kleine niedliche Pi.
Anbu! Was tust du nur? Aha. Ach, Menno. Naja, gut. Viel hätte es Pokémon nicht gebracht, aber... Ach, verdammt. Naja, egal. Gut, das war's mit Pokémons Markt für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, beziehungsweise... Ja, ich werde sowieso gleich wieder weiter aufnehmen, aber ihr seht den Part erst wieder am nächsten Tag. Also bis dann, macht's gut.